sehr oft gefragt wurde, ja, wo gibt es denn mal eine eindeutige Positionierung? Wir hatten dann ja auf dem letzten Bundesparteitag zumindest eine deutliches Signal gesetzt. Aber es geht bei dem Antrag darum, dass wir bisher in der Bundessatzung haben wir in dem ersten Paragraphen ein paar Worte stehen zu dem Thema. Und im Grundsatzprogramm gibt es den Paragraph 14, in dem steht was zu dem Thema drin. Aber ich finde, und einige andere, mit denen ich da eine Maildiskussion geführt habe im April, waren der Meinung, dass... Ich wollte nur mal darum bitten, dass hier hinten vielleicht etwas ruhiger ist, damit wir den Text auch folgen können und was der Stefan zu erzählen hat. Ja, danke. Waren der Meinung, dass das nicht irgendwo hinten im Programm stehen darf und dass die Satzung zwar für uns selber intern das entscheidende Kriterium ist, wenn es darum geht, wirklich auch bei Problemen darauf reagieren zu können, dass es aber nach außen hin für die Kommunikation Richtung Presse, Richtung Bürger, Richtung Wählern eben wichtig wäre, das im Programm stehen zu haben und zwar möglichst in der Präambel stehen zu haben. Und daraufhin habe ich also diesen Antrag formuliert und im Liquid abstimmen lassen, im Bundesliquid, und der ist da auch angenehm gut angenommen worden. Ich glaube, ich muss ihn nicht vorlesen, oder? Soll ich es machen? Nö, muss man eigentlich nicht. Ich glaube, man kann auch jetzt, wir können jetzt gerne darüber diskutieren, fragen. Es gibt zwei Themen, die ich gerne auf jeden Fall kurz ansprechen würde. Aber in erster Linie, glaube ich, werden wir weniger Fragen haben als hoffentlich eine Diskussion. Was ich gerne noch kurz ansprechen würde, ist das Thema, ich habe neulich mit Oliver Höfenhoff geredet, wir haben ja auf der LMV eben auch jetzt eine Präambel für die Satzung und beschlossen, und das wird ja auch als Antrag gestellt auf den Bundesparteitag. Und er hat gesagt, das reicht doch, wenn man das nur in der Satzung stehen hat. Und ich würde gern da ein bisschen eure Haltung wissen, ob das eben auch was ist, was ins Programm sollte, ganz vorne. Und dann um einen ganz bestimmten Punkt im Text, der mit dem Geschichtsrevisionismus, da gab es in der Diskussion im Liquid Feedback und auch in dem Pad dazu verschiedene Meinungen dazu, ob man das denn so reinschreiben dürfte, sollte, weil es durchaus ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz ist, der auch mal völlig in Ordnung sein könnte, und ob man dann nicht den konkreten Punkt reinschreiben sollte, nämlich in dem Fall Holocaustleugnung. Ich war der Meinung, es ist gut, das konkret zu benennen, das haben wir auch getan auf dem letzten Parteitag, aber mir geht es darum, dass da was drinsteht, was tatsächlich solche und auch zukünftige eventuell geschichtsrevisionistische, also missbräuchliche geschichtsrevisionistische Ansätze benennt. Ja, die beiden Dinge würde ich auf jeden Fall ganz gerne kurz drüber reden, also auch ins Parteiprogramm oder nur in die Satzungen und dieses mit dem Geschichtsrevisionismus. Und ansonsten gibt es ja vielleicht noch andere Fragen und Ansätze von euch. Es ist ja ein schönes Zeichen, dass es dazu keinen Redebedarf gibt, weil das so klar ist, oder zu sein scheint. Aber Annika hat eine Frage. Nur kurz die Frage, warum da unbedingt das Grundgesetz und die Rechtsstaatlichkeit mit rein muss und warum man nicht das mit der freiheitlichen Gesellschaftsordnung und der sozialen Verantwortung belassen könnte oder der sozialen Gerechtigkeit einfach darauf belassen könnte, und dann fände ich das sehr viel weniger kontrovers auch irgendwie und auch irgendwie piratiger an der Stelle. Nur so. Ja, ich habe da, aber das war schon nach dem Abschluss der Liquid INI, habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, nochmal, ob das vielleicht ein paar Worte zu viel waren. Ich wollte den Antrag aber jetzt so stellen, wie er im Liquid abgestimmt worden ist. Vielleicht gibt es ja dann auf dem Parteitag auch eine entsprechende Diskussion darüber und man kann das dann eventuell nochmal reduzieren. Hi Patrick, warum denn nicht einfach den Antrag, den wir auf der LMVB zum Beispiel für die Berliner Sitzung beschlossen haben, der ist gut angekommen und ist noch ein bisschen härter und direkter formuliert als der. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade reingekommen bist erst, aber wir haben
das auf der, für die Satzung beschlossen. Es gibt den gleichen Antrag auch für die Bundessatzung auf dem Bundesparteitag, aber eben für die Satzung, die, was ich eben schon mal gesagt habe, eher ein Mittel, Arbeitsmittel ist für uns intern, mit solchen Problemen umzugehen. Es ist weniger das Mittel, nach außen deutlich zu signalisieren, wie, wie stehen wir dazu und worauf bauen unsere Ziele auf und unser Programm auf. In der Satzung steht ja auch jetzt schon im ersten Paragraphen ein bisschen was drin, was durch diese Präambel, die vorangestellt werden soll, ja dann nochmal verdeutlicht wird. Gut, jetzt weniger zum Antragstext, aber wir wissen ja alle, die Begründung spielt immer noch mit und sie ist ja auch verschriftlicht. Was mich noch so ein bisschen stört, ist im Umfeld der Diskussion im Zusammenhang mit extremistischen Äußerungen durch Mitglieder der Piratenpartei. Das stellt ja nach außen klar, dass wir die Extremismustheorie vertreten und das finde ich nicht gut. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ja, der Antrag im Liquid, die Initiative im Liquid hieß auch ganz am Anfang, oder heißt es natürlich immer noch, wenn man den Titel nicht verändern kann, Abgrenzung gegen Extremismus. Und ich habe das aber dann sehr schnell korrigiert, abgesehen vom Titel, aber eben im Text korrigiert, dass ich also absolut diesen Text unterschreibe, der von Arte Povera ist, wo es eben genau darum geht, wie gehen wir mit dem Extremismusbegriff um. Deswegen steht auch das im Text nirgends drin, aber der Auslöser waren eben, dann müsste ich in die Begründung im Umgang mit rechtsextremistischen Äußerungen, müsste ich da vielleicht das Rechts noch ergänzen. Denn das war der Auslöser für diese Diskussion. Das ist kein Problem, das mache ich. Ich habe nur die kurze Frage. Du hast gemeint, du willst den Antragstext jetzt nicht verändern vor der vor dem BPT. Wenn wir auf dem BPT einen Antrag, einen Änderungsantrag machen, dass wir das mit dem Grundgesetz und der Rechtsstaatlichkeit rausnehmen und es gibt ein positives Meinungsbild, das würdest du den einfach dann direkt in deinen Antrag übernehmen? Ja. Eine gut. Ich weise mal ganz kurz darauf hin, es gibt Antragsfristen. Wir können einen Ansatz fürs Grundsatzprogramm genauso wenig wie einen Antrag fürs Wahlprogramm auf dem Bundesparteitag noch verändern. Die Anträge müssen richtig vorliegen oder sie können dort nicht entsprechend abgestimmt werden. Ausnahme sind Positionspapiere. Also ich habe auch noch mal zwei Punkte. Der eine ist, ich würde es mit dem Grundgesetz tatsächlich auch rausnehmen, weil das Grundgesetz sind ja jetzt nicht irgendwie nur so diese ganz basalen Geschichten wie Menschenwürde und so weiter und so fort, sondern das hat ziemlich viele Paragraphen und es könnte ja sein, dass irgendwo Paragraph 105e, ich weiß es nicht, dass wir da eine ganz andere Auffassung haben und nicht umsonst gibt es ja auch die Möglichkeit, das Grundgesetz da zu ändern und das wird für mich jetzt erstmal ein bisschen, jetzt nicht kategorisch, aber schon leicht ausgeschlossen, wenn man sagt, naja, unsere Ziele basieren alle auf dem Grundgesetz, weil dann ist ja natürlich das Grundgesetz gemeint in seiner heutigen Form. Und der zweite Punkt ist, könntest du noch mal ein bisschen klarer herausstellen, warum es ins Programm soll und nicht in die Satzung? Okay, gerne noch mal. Es gab im April, in der Zeit, wo das dieses Problem war, gab es ganz oft die Aussagen in der Öffentlichkeit, in der Presse, wo auch immer, die sagen da ja nichts zu. Die Piraten sagen ja nichts zu diesem Thema. Wir haben in unserer Satzung im Paragraphen 1 jetzt schon eine konkrete Aussage darin stehen. Aber es liest die Presse nicht unsere Satzung. Die Satzung ist unser Arbeitsmittel, um umzugehen mit solchen Dingen, die da passieren, um dann entsprechend Ordnungsmaßnahmen ergreifen zu können, Schiedsgerichte anrufen zu können und so weiter und so fort. Das Parteiprogramm ist das, was als erstes vermutlich einer liest, wenn nicht vielleicht sogar vorher noch das Wahlprogramm. Der als Wähler, als Bürger, als Presse. Und wenn es da ganz vorne drin steht, dann kann keiner mehr sagen, das steht ja bei denen nirgends. Es steht bei uns im Parteiprogramm im Paragraphen 14 ziemlich weit hinten, das, was wir in Offenbach beschlossen haben. Das ist aber eben relativ weit hinten und da muss man erstmal hinkommen. Das ist mir zu unpräsent. Das ist der Grund. Und das erste nochmal, also
wenn ich den Michael gerade richtig verstanden habe, das mit Änderungsantrag und sonst was, das geht nicht. Also wir müssten, wenn dann, das vorher, also ich müsste es jetzt rausnehmen, indem ich nochmal die Anker... Okay. Dann gucke ich mir das nochmal an und werde das wahrscheinlich tun. Habt ihr noch Fragen? Sieht nicht so aus. Danke, Etienne. Ja, ich glaube, der Michael Hartung ist jetzt dran mit seinen Verkehrsanträgen. Ja, hallo. Diese Anträge sind noch nicht als in Antragsform eingereicht, deswegen gehen wir jetzt mal kurz auf das Liquid, Bundesliquid, wo 4 Anträge erfolgreich durchgelaufen sind. Die gliedern sich 2371. Also, es geht darum, dass wir im Wahlprogramm gerne einen Bereich Verkehrspolitik haben. Allein schon deswegen, weil Mobilität unser Leben prägt. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Formen, das anzugehen. Und das, was wir hier haben, ist bei weitem nicht umfassend und hat natürlich extreme Lücken. Aber das muss man dann im Laufe der Zeit natürlich auffüllen. Wir haben angefangen, damit eine Präambel zu konzipieren, die ein bisschen darauf hinweist, was da kommen soll und was da am besten in so einem verkehrspolitischen Grundsatzprogrammpunkt drinsteht. Verkehrspolitik haben wir hier erstmal als Personenverkehrspolitik gesehen. Wir müssen natürlich für Güterverkehr und andere Sachen, wie wir vorhin gesehen haben, in dem Lärmschutzprogrammantrag noch eine Menge andere Sachen mit da rein. Aber uns war erstmal wichtig, ein paar Prinzipien darzustellen. Zum Beispiel den Vorrang für den öffentlichen Personenverkehr. Dann auch den Vorrang für Verkehrskonzepte, die auf Sharing beruhen, wo auch dann ein
Konzept wie zum Beispiel Shared Space, was wir hier in Berlin ja beschlossen haben bzw. erarbeiten wollen, und einen Vorrang für Schwächere. Ich weiß nicht, ob ihr alle das wisst, aber heute hat Autoverkehr absoluten Vorrang. Weiß der Teufel warum. Und das müssen wir auf jeden Fall mal ändern. Und wenn man dann in absteigender Form geht, werden immer Schwächere bekommen Vorrang. Also der Fußgänger vor dem Fahrradfahrer, der Fahrradfahrer vor dem Auto und das Auto vor dem LKW und der LKW vor dem Flugzeug oder so. Es gibt dann auch noch verschiedene Ideen dazu, wie man zum Beispiel zu einer mehr solidarischen Verkehrspolitik kommen könnte, durch zum Beispiel Aufklärung statt Strafe im Straßenverkehr. Also es wird immer wieder gefordert, wir müssen die Leute bestrafen, die bei Rot über die Straße fahren, oder Fahrradfahrer, die kein Licht haben und so weiter. Wie werden das, wenn wir viel größere Aufklärungsprogramme hätten? Ja, also das würde dann in der Präambel stehen, und es würde dann weitere Programmpunkte geben wie umlagenfinanzierter öffentlicher Personenverkehr und ein Sharing-Konzepte und dann eben dieses Shared Space, Vorrang für Schwächere, wobei man das Shared Space wahrscheinlich sehr im kommunalen Bereich einsetzen kann. Ich glaube nicht, dass wir auf Bundesstraßen oder Autobahnen das Prinzip des Shared Space irgendwann mal einführen sollten oder können. Und als letzter Punkt auch eine intelligente und transparente Verkehrsführung. Wir kennen alle diese Verkehrsanlagen, wie zum Beispiel auf der A2 zwischen oder um Hannover hauptsächlich. Und auch schon an vielen anderen Autobahnstellen, wo versucht wird, den Verkehr besser zu lenken, damit weniger Staus entstehen, damit der Verkehr ruhiger fließt und so weiter. Da gibt es natürlich gewisse Kontroversen darüber, die sich aber letztendlich eigentlich auf die Frage konzentriert haben, ob wir wenn die so ein Verkehrslenkungsapparat mal ausfällt, ob wir da 130 erlauben wollen oder 110 Stundenkilometer. Gut, kann man natürlich lange diskutieren, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so sinnvoll ist. Jetzt würde ich ganz gerne einfach auf Fragen eingehen, beziehungsweise sehen, was ihr davon haltet. Also die meisten Leute haben das ja sehr positiv abgestimmt. Ja, da hast du ein Mikro irgendwo da. So, hallo. Was ist transparente Verkehrsführung? Das verstehe ich gerade nicht. Also das verstehe ich gerade wirklich nicht, und ich habe es auch im Antrag nicht wirklich verstanden, muss ich gestehen. Es wäre schön, wenn du mir das bitte beantworten könntest. Okay. Das ist etwas, was Maha da hauptsächlich erarbeitet hat. Moment mal. Also es geht ja vor allen Dingen darum, dass man eben mit moderner Technik ganz viel Verkehrslenkung betreiben kann. Ja? Telemetrie, und man kann Mautsysteme einführen, was natürlich manche Leute sofort als Erste in den Sinn kommt. Aber man kann auch den Verkehr lenken. Ja? Das mit dem Transparenten kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Was drinsteht, ist, dass zum Beispiel diese ganzen Verkehrsströme im Internet ja auch öffentlich gemacht werden können, sodass man im Vorhinein weiß, wo Staus sind oder Staus entstehen. Sowas gibt es ja auch schon, also Google Maps oder so, kann man mal reingucken. Ich muss jetzt übernächste Woche nach Köln fahren, dann habe ich mir angeguckt, wo sind denn die Staus morgens am Montagmorgen.
Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, aber ist ja auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ja? Und dadurch, dass die Automobile immer mehr vernetzt werden miteinander und immer mehr Navigationssysteme oder ausgefeiltere Navigationssysteme beinhalten, kann man da sicherlich technisch irgendwelche Sachen bauen, die letztendlich jedem zugute kommen und eben sagen, ja, auf einer dieser Autobahnstrecke fährt man eben langsamer oder schneller oder man weicht aus. Vielleicht darf ich dir da einfach mal weiterhelfen. Wir sprechen bei transparenter Verkehrsführung garantiert um offene Schnittstellen zu den Telemetriedaten, dass zum Beispiel nicht nur Google wie bei der Deutschen Bahn sich irgendwie eine CD kauft und dann weiß, wie die Züge fahren, sondern dass Menschen über offene Schnittstellen im Rahmen von Open Data halt darauf zugreifen können und dann selbst sinnvolle Anwendungen schreiben können, um zum Beispiel herauszufinden, wo Stau ist oder wo kein Stau ist und dass das nicht irgendwie in hoheitlicher oder privatwirtschaftlicher Hand liegt, herauszufinden, wo ein Stau ist und wie der Verkehr gerade geführt wird. Ich denke, das ist mit transparenter Verkehrsführung gemeint. Da würde ich eigentlich an der Syntax ein bisschen arbeiten, dass es vielleicht sofort daraus hervorgeht. Also das ist ein interessanter Gedanke, der ja, glaube ich, im Bereich von Open Maps, Open Street Maps und so weiter sehr bearbeitet wird. Aber ich glaube nicht ganz, dass das im Moment gemeint ist, nicht? Sondern es soll eben mehr die Transparenz hergestellt werden für alle Verkehrsteilnehmer. Was ist jetzt gerade am günstigsten? Aber okay. Ja, ich wollte von der anderen Seite mal anschließen, inwieweit du denn dann da kein Problem siehst, auch mit dem geforderten Rückkanal, dass da eben entsprechendes Mapping oder datenschutzrechtliche Geschichten möglicherweise problematisch wären, dass man da eben Fahrprofile und sowas von dritter Hand erstellen kann und so. Also darüber haben wir jetzt nicht wirklich uns Gedanken gemacht. Natürlich gibt es diese Gefahr in Anführungszeichen, aber dieses Mapping wird ja sowieso schon betrieben. Also das liegt auch an uns, uns entsprechend zu verhalten, ob das sinnvoll genutzt werden kann oder nicht. Aber Gedanken darüber haben wir uns jetzt nicht gemacht. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage zu den einzelnen Vorrangregeln. Hört sich ja alles ganz schön an. Der öffentliche Personennahverkehr hat Vorrang. Das heißt zuerst die Busse, dann kommt das Taxi, ist ja auch ein öffentliches, dann kommen die Fahrräder, die Fußgänger. Die Sharing-Autos auch noch. Sharing-Autos entsprechend auch noch. Und wie wird das dann nachher, also bei der Umsetzungsmöglichkeit, was ist dann vorzuziehen? Das Auto, das ich privat habe oder das Auto, das ich share? Wie wird das sozusagen dann nachher geregelt, um das Ganze entsprechend auszulegen? Ja, also wenn man sich mit den Konzepten für Shared Space beschäftigt, dann geht es ja darum, dass sich die Verkehrsteilnehmer untereinander verständigen, wer jetzt Vorrang hat. Ja? Das kollidiert natürlich ein bisschen mit dem ÖPNV-Gedanken, aber der hat grundsätzlich Vorrang. Ja? Also wir haben ja auch gehört, zum Beispiel auf der LMV hat einer sofort angemerkt, ja, eine Straßenbahn, die kann halt nicht ausweichen oder nicht einfach anhalten. Ja, selbstverständlich nicht. Ne? Und ein Bus ist auch sehr viel schwerer und sollte erstmal freie Bahn haben. Ja? Dass auch Taxis und eventuell besonders gekennzeichnete Autos dann Vorrang bekommen, okay. Ja, also das liegt dann immer im Sinne oder im Auge des Verkehrsteilnehmers, ob er sich jetzt irgendwie eine Vorfahrt nimmt oder ob er zuerst fährt oder schnell fährt oder eine Ampel überfährt oder sonst was. Ne? Also all solche Konzepte bauen natürlich auch ganz stark auf der Intelligenz der Benutzer. Ja, und wenn die unintelligent fahren, da kann man nichts dagegen tun. Aufklären. Also das ist in keinster Weise irgendein fertiges Konzept und ein umfassendes und ausgeschöpftes Ding. Sondern das liegt an uns, das jetzt weiterzumachen. Hier stehen einfach erstmal ein paar Schlagworte, die wir auch selber mit Leben erfüllen wollen und sollen. Ja? Aber uns war es wichtig, dass wir für diesen, für das Grundsatzprogramm auch einen solchen
Punkt fassen wollen. Ja? Also ich habe vorhin auch schon gesagt, wir leben in einer Zeit, in der die Mobilität immer wichtiger wird. Wir leben mal hier, mal dort relativ schnell. Wir haben mehrere Wohnungen zum Teil. Wir reisen wie die Wilden. Wir lassen uns unsere Sachen schicken. Und das bedarf dann aber auch einer Veränderung unseres eigenen Verhaltens im individuellen wie auch im öffentlichen Verkehr und auch ein Nachdenken darüber, wie die ganzen Verkehrsströme gelenkt bzw. Nutzbar gemacht werden können. Keiner will hier Verkehr. Könnt ihr alle nicht mehr, oder was heißt das? Ja, es ist, jeder ist aufgefordert, weiter dran mitzuarbeiten und neue Ideen dazu entwickeln und weitere Punkte. Ja, dann bedanken wir uns bei Michael für die Kurzvorstellung und dann können wir eigentlich direkt zum letzten Bühnenantrag kommen. Da müsste jetzt der Sebastian mal kurz rüberwischen und nochmal wischen und runterscrollen bitte. Genau, da haben wir jetzt Thomas. Nee, sieht nicht so aus. So, okay. Wir können es ja einfach so machen, wenn ich irgendwie, wo ist denn, da, wenn ich so mache oder sowas, oder genau, dann weißt du Bescheid. Okay, also, ich werde euch jetzt hier zwei Anträge vorstellen. Freut mich auch, dass noch so viele Leute da sind. Sind beides Steueranträge, Wirtschaftsanträge. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass man jetzt kein Diplom in VWL haben muss, um das zu verstehen, sondern dass ich tatsächlich ein bisschen bei den Grundlagen anfange, damit man das tatsächlich auch verstehen kann. Ich werde